Legenden der nordamerikanischen Ureinwohner zufolge war es der Kojote, der den ersten Menschen beigebracht hat, zu überleben. Dann kamen die Europäer und griffen in die Natur ein. Viele wilde Tiere wurden ausgerottet, aber den Kojoten ging es prächtig. Wissenschaftler halten sie inzwischen für ein Wunder der Evolution. Ein extrem wandlungsfähiges Tier, das sich an die verschiedensten Ökosysteme anpassen kann. Neue Studien enthüllen jetzt das erstaunliche Geheimnis ihres Überlebens. Was steckt dahinter? Das hängt davon ab, wo sie leben. Sie scheinen sich mit jedem Ortswechsel zu verändern. Und so haben sie eine neue Legende geschaffen, als moderne Verwandlungskünstler. Kojoten gibt es fast überall in Nordamerika. In den vergangenen 100 Jahren sind sie, den Straßen und Eisenbahnen gefolgt, aus der abgeschiedenen Wildnis durch städtische Dschungel bis an den Atlantik. Kojoten waren seit gut einem Jahrhundert die ersten neuen Raubtiere im östlichen Nordamerika. Auf dem ganzen Kontinent, zwischen Atlantik und Pazifik, leben rund 20 Millionen. Genau weiß das niemand. Besonders in ländlichen Gegenden wie der kanadischen Provinz Prince Edward Island stellen sie ein Problem dar. Es ist ein moderner Begriff. Man nennt es Stress. Alle haben Stress, auch Tiere. Besonders die Lämmer. Sie brauchen rund einen Monat länger, bis sie marktreif sind. Aus Sicht der Kojoten sind die Menschen generös und fürsorglich. Sie haben die Wölfe vertrieben, Felder zum Hindurchwandern angelegt und für massenhaft eiweißreiches Futter gesorgt, damit Kojotenwelpen groß und stark werden. Die Menschen sehen das allerdings etwas anders. Normalerweise kontrolliert man eine Herde vielleicht einmal die Woche, um sicher zu sein, dass die Tiere nicht krank sind oder es sonstige Probleme gibt. Aber wenn Kojoten in der Nähe sind, muss man es täglich tun. Jedes Jahr Kälber an die Kojoten zu verlieren, macht Farmer wie Elmer Larsen wütend. In diesem Frühjahr warf eine Kuh Zwillinge, aber als wir ankamen, hatte sie nur noch ein Kalb. Im anderen war eine Seite aufgerissen worden. Die vordere Flanke komplett zerfetzt. Zuzusehen, wie diese Viecher einem die Jungtiere zerreißen, das ist ein trauriger Anblick. Wenn ich einen von ihnen auf der Weide sehe, schieße ich erst und frage dann. Die einzige Lösung ist, sie möglichst bald auszurotten. Das ist eine weit verbreitete Einstellung. Die Menschen töten jährlich rund 400.000 Kojoten. Aber Wildtierexperten haben herausgefunden, dass der Bestand trotzdem zugenommen hat. Man versucht seit gut einem Jahrhundert, Kojoten auszurotten. Sie wurden vergiftet, von Flugzeugen aus geschossen. Man hat alles versucht, sie loszuwerden. Aber das ist praktisch unmöglich. Kein anderes Tier hat so massive Ausrottungsversuche je überlebt. Wie machen die Kojoten das? Was ist das Besondere an ihnen? Heute ist ganz Nordamerika Kojotenland. Jeder Hinterhof, Stadtpark, leere Bürgersteig und Durchgang auf dem Kontinent wird über kurz oder lang zum Kojotenrevier. Es scheint kein Entrinnen zu geben. Kojoten mögen wilde Tiere sein, aber sie fühlen sich inzwischen überall in der Menschenwelt zu Hause. Städtische Wildtierexperten möchten möglichst rasch herausfinden, warum Kojoten sich so gut an so viele verschiedene Umgebungen anpassen. Interessanterweise leben Kojoten nicht in der Stadt, weil ihr Habitat woanders verschwunden ist, sondern weil wir ihnen hier ein Habitat geschaffen haben. Die Tiere sind sehr anpassungsfähig, hochintelligent und äußerst opportunistisch. Sie nutzen, was sich ihnen bietet. Stadtkojoten sind wie clevere Supermarktkunden, immer auf der Suche nach einem Schnäppchen. Kojoten probieren alles, um herauszufinden, ob es fressbar ist. Und in der Stadt findet sich immer ein schmackhafter Bissen.
Auf dem ganzen Kontinent nehmen die Kojotenbestände dramatisch zu. Futter gibt es überall. Und inzwischen scheint jeder eine Geschichte über Kojoten parat zu haben. Ob nun aus der Wildnis, vom Land oder aus der Stadt. Der Verwandlungskünstler der modernen Welt weckt uralte Ängste. Es geht um mehr als verstreuten Müll und ein paar verschwundene Katzen. Kojoten gedeihen trotz einer systematischen landesweiten Kampagne zu ihrer Ausrottung. Mit ihren unglaublichen Überlebenskünsten haben sie uns alle verblüfft. Im Lamar Valley im Yellowstone-Nationalpark ist wie nirgendwo sonst noch der Geist des alten, wilden Nordamerika spürbar. Es ist ein Hochlandparadies, der beste Ort der Welt, um Wildtiere zu beobachten. Hier ist die eigentliche Heimat der Kojoten. Diese ursprüngliche geschützte Wildnis birgt den Schlüssel zu ihrem heutigen Erfolg. Wissenschaftler erforschen die Kojoten im Lamar Valley seit Jahrzehnten. Das Tal ist ein gigantisches Freiluftlabor. Hier entwickeln die Kojoten, die ältesten Überlebenden des Kontinents, ein neues biologisches Profil. Dr. Bob Crabtree beobachtet die Kojoten hier seit 13 Jahren. Das ist die längste kontinuierliche Untersuchung von wildlebenden Kojoten. Da war noch eins in meinen Sachen. An diesem Morgen ist Bob mit seinem Team auf der Suche nach einem Kojotenbau. Das Brot und die Fische. Arbeite da hinten. Vielleicht unter dem Hügelkamm mit Aussicht auf diese Terrassen. 9 Welpen sind hinter dem Hügel dort? Ja, hinter dem Ranger Hill, dort links, gleich hinter dem Gipfel. Direkt dahinter? Wir wissen, dass sie 9 hatte. Mindestens 9. Ich wäre überrascht, wenn sie noch da wären. Aber sie ist ein ziemlich beeindruckendes Weibchen. Vielleicht leben alle 9 noch. Ich sehe schon, wir werden uns heute noch nasse Füße holen. Bob Crabtree untersucht das Verhalten von Kojotenfamilien in der Wildnis, um herauszufinden, warum sie außerhalb des Parks so gut überleben, in der Welt der Menschen. Es gibt ziemlich intensive Bemühungen, Kojoten loszuwerden, damit weniger Vieh gerissen wird. Aber das ist nur schwer zu erreichen. Meistens scheitern die Versuche, Kojoten auszurotten. Das ist wie ein Footballspiel. Es steht 63-3 für die Kojoten. Die Menschen können nur sehr selten punkten. Die Ebenen im Lamar Valley wimmeln von urtümlichen Arten. Etwa die Gabelantilope, das schnellste Tier Nordamerikas. Von diesen Hügeln aus lassen sich die Wildtiere im Tal leicht beobachten. Dies ist einer der letzten ursprünglichen Lebensräume, der noch all die Tiere ernähren kann, die es hier schon gab, als Kolumbus den Kontinent betrat, vor über 500 Jahren. Hier haben die letzten freilebenden Bisons Zuflucht gefunden. Überreste einer Herde, die einst 60 Millionen Tiere umfasste. Kojoten gibt es hier seit fast 3 Millionen Jahren. Die ausschließlich in Nordamerika vorkommenden Tiere sind die älteste einheimische Spezies. Im Frühjahr durchstreifen Grizzlybären das Tal, entspannt und zufrieden angesichts des Schutzes im Park. Außerhalb könnten diese mächtigen Raubtiere kaum überleben, aber das macht sie nicht weniger furchteinflößend. Bob Crabtree hat herausgefunden, dass Kojoten im Gegensatz zu den anderen Tieren im Park überall überleben können, solange sie finden, was sie brauchen. Im Kojotensystem sind 2 Dinge erforderlich, um seine Gene an seine Nachkommen weiterzugeben, sich also fortzupflanzen. Man muss einen Partner haben. Ein Alpha-Männchen und Weibchen tun sich zusammen. Und dann brauchen sie ein geschütztes Revier, um andere Kojoten fernzuhalten. Es gibt also eine Menge Streit um Lebensraum. Denn der bedeutet gutes Futter, gute Höhlen und die Fähigkeit, einen Partner anzulocken und Junge zu bekommen, die überleben. Kojoten sind kleiner als Wölfe. Das ist ein weiterer Schlüssel für ihre Anpassungsfähigkeit. Sie können junge Gabelantilopen reißen oder sich von Insekten ernähren. Erdhörnchen bilden im Yellowstone Park die Hauptnahrung der Kojoten. Für eine Mahlzeit braucht es mehrere, aber die Wiesen hier sind voll mit ihnen.
Während das Alpha-Weibchen sich um die Jungen kümmert, verteidigt das Alpha-Männchen das Familienrevier. Es hält andere Kojoten auf Distanz. Im Lamar Valley beanspruchen alle Geschöpfe, ob groß oder klein, ihr eigenes kleines Stück vom Paradies. Kojoten haben eine komplexe, nicht fest umrissene Sozialstruktur wie Wölfe. Die Alpha-Tiere binden sich fürs Leben. Aber wenn die Jungen älter werden, gehen sie eigene Wege, um selbst eine Familie zu gründen. Bob Crabtree weiß, dass er in einem Kojotenrevier aufpassen muss. Wenn das Alpha-Weibchen nervös wird, verlegt es sofort den Bau, um sicherzustellen, dass die Jungen sicher verborgen bleiben. Kojoten sind extrem schlau. Wenn ein Alpha-Männchen weiß, dass es beobachtet wird, entfernt es sich absichtlich vom Bau. Und die Wissenschaftler, die darauf hereinfallen, sehen ihre Forschungsgelder über den nächsten Hügel verschwinden. Bob Crabtree weiß aus eigener Erfahrung, dass Kojoten, die bei den Ureinwohnern als Trickster galten, einen Sinn für Humor haben. Und, was die Menschen anbelangt, einen ganz besonderen Sinn für Kojotengerechtigkeit. Ein bestimmtes Alpha-Männchen werde ich nie vergessen. Ich wollte es eigentlich fangen. Ich hatte bereits seine Partnerin in der Falle. Und dieses Alpha-Männchen versuchte es daraus zu befreien, was ein ziemliches Maß an logischem Denken bedeutet. Ich erinnere mich, dass es später sehr geschickt darin war, meine Fallen auszubuddeln. In einem Fall hatte es die Falle ausgegraben, umgeworfen, ohne sie auszulösen und darauf gekotet. Kojotenbauten sind seit einigen Jahren immer schwerer ausfindig zu machen. Die Weibchen sind ängstlicher und ziehen nachts ständig um. Und dafür gibt es einen guten Grund. Der Erzfeind der Kojoten, der Wolf, ist zurück im Lamar Valley. 1995 wurden Wölfe im Yellowstone Park neu angesiedelt, nachdem sie fast ein Jahrhundert lang völlig verschwunden waren. Sie fingen sofort an, Kojoten zu töten. Das paradiesische Freiluftlabor wurde plötzlich wieder zum Schlachtfeld. Um zu überleben, griffen die Kojoten rasch zu neuen Tricks. Sie wurden immer unberechenbarer und waren ständig auf der Hut. Quasi über Nacht wurden sie zu Strategen in einem aufgezwungenen Krieg. In einem amerikanischen Naturparadies tobt ein Überlebenskampf. Es ist der uralte Kampf der Arten, neu entfacht durch die Wiederansiedlung eines Raubtiers. Nachdem sie den Großteil des 20. Jahrhunderts über verschwunden waren, hat die Rückkehr der Wölfe dramatische Auswirkungen auf die Tierwelt im Lamar Valley. Derzeit leben dort 165 Wölfe. Einige Rudel umfassen 37 Tiere. Bob Crabtree hat die Rückkehr der Wölfe von Anfang an beobachtet. In großen Rudeln können sie es mit den stärksten Bullen einer Büffelherde aufnehmen. Es ist ein klassischer Western-Showdown. Ein ernstzunehmendes Spiel, das die Forscher in den vergangenen Jahren immer wieder beobachtet haben. Obwohl das Duell häufig unentschieden ausgeht, haben sich die Wölfe rasch wieder an der Spitze der Lamar Valley Nahrungskette etabliert. Der Mensch hatte die Wölfe im Yellowstone Park vor knapp einem Jahrhundert ausgerottet. Jetzt, wo sie wieder da sind, führen die Wölfe Krieg gegen die Kojoten, die dieses Gebiet in ihrer Abwesenheit okkupiert haben. Die Wölfe sind gnadenlos. Wenn sie einem Kojoten begegnen, töten sie ihn meist, ohne ihn aber zu fressen. Die Verbindung reißt ab, Dan. Kannst du das nochmal wiederholen? Die Evidenz. Alles deutet darauf hin, dass Wölfe und Kojoten konkurrieren. Aber dass die Wölfe so viele Kojoten töten, kommt etwas überraschend. Wir hatten das Konfliktpotenzial für geringer gehalten, als es offenbar ist. Die Rückkehr der Wölfe erfolgte ungefähr zur Halbzeit von Bob Crabtrees 13-jähriger Kojotenstudie und war die perfekte Gelegenheit zu untersuchen, wie Kojoten unter extremem Druck so gut überleben können. Aber die Rückkehr der Wölfe hat für die Kojoten auch Vorteile. Äsende Tiere, die von Wölfen gerissen wurden, sind eine üppige und einfache Nahrungsquelle, wenn sich das Rudel erstmal vollgefressen hat und weitergezogen ist. Das Problem ist, dass häufig viele Tiere hinter den Überresten her sind. Grizzlybären finden ebenfalls Geschmack an dem Kadaver einer ausgewachsenen Gabelantilope. Und für diese Bären mit ihrem Jungen bietet sich die Gelegenheit, Fressen und Spiel miteinander zu verbinden.
Für den flinken und verstohlenen Kojoten ist ein Wolfsrevier das gefährlichste Gourmet-Restaurant der Welt. Die Grizzlies sind da schon relaxter. Für sie ist die Wolfsbeute wie ein Schnellimbiss. Sie können rasch fressen und dann weiter durchs Tal streifen. Schließlich sind die Kojoten dran und selbst jetzt ist der Kadaver noch eine fette Beute, das Äquivalent von mehreren hundert Erdhörnchen. Ganz allein, aber trotzdem nervös, hat dieser Kojote gelernt, dass er schnell, mutig und wachsam sein muss, um neben den Wölfen zu überleben. Die Wolfsbeute ist sehr verlockend für sie. Und wenn sie den Wölfen nicht zum Opfer fallen, sind sie die Gewinner und bekommen mehr Welpen. Aber man kann sich vorstellen, dass die Sterblichkeitsrate hoch ist, mitten in einem dauerhaft von Wölfen bewohnten Revier. Tatsächlich geht der Kojotenbestand in solchen Fällen um 80% zurück. Mit Wölfen zu leben bedeutet für die meisten Wildtiere im Lamar Valley Stress. Die Kojoten sind längst nicht mehr die schlimmsten Übeltäter, aber trotzdem noch die Sündenböcke. Aber auch für die Kojoten ist das Leben stressig. Sie müssen sich in sicherer Entfernung von den Wolfsrudeln halten, aber gleichzeitig wollen sie möglichst dicht an den üppigen und sehr verlässlichen Nahrungsquellen bleiben. Ihr Todesmut